sehr gut empfangen. Habe die Möglichkeit, im Stadion zu wohnen, im Hotel. Also es sind kurze Wege. Somit habe ich viel Zeit zur Verfügung, um mich gut zu integrieren. Viele Leute, viele neue Gesichter, neue Eindrücke, die verschiedenen Abteilungen kennenlernen, die Abläufe, wie das Ganze funktioniert. Das war sicher der strengere Teil. Der andere, der macht mehr Spaß auf dem Platz, die Spieler kennenlernen. Die Vorbereitung ist immer auch so, dass viele Trainings stattfinden. Man hat die Spieler viel mehr im Stadion, man kann viele Gespräche auch führen. Es war mir wichtig, die Spieler und den ganzen Staff gut kennenzulernen, damit man auch die Abläufe optimieren kann. Ich schenke den Spielern eigentlich viel lieber schon Vertrauen im Voraus, dass sie die Berührungsängste verlieren, dass sie sich wohlfühlen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Trainerstaffs, den Spielern die ganze Plattform so zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen. Ich freue mich, wenn ich engagierte Spieler habe, Spieler, die Verantwortung übernehmen, Spieler, die Bereitschaft zeigen, alles für die Mannschaft zu tun. Diese Spiele sind bei uns ganz gut im Kurs. Auf dem Platz eher extrovertiert. Da habe ich viel Energie, bin kommunikativ, versuche die Dinge sofort anzusprechen, wie ich sie gerne hätte. Im Privatleben dann eher ein bisschen introvertierter, aber gerne mein Rückzugsort mit der Familie, ein bisschen mehr Ruhe. Das war sicher in jungen Jahren ein bisschen anders, aber jetzt mit mehr Erfahrung und mit der Wichtigkeit und Verantwortung dieses Jobs ein bisschen mehr Ruhe. Es ist wichtig, dass wir von Anfang an versuchen, den Spielern diesen Mut einzuimpfen, diese Aktivität, dass wir als Mannschaft sehr dynamisch und aktiv auftreten wollen. Das versuchen wir durch ein gut strukturiertes Training, dass die Trainingsteile sehr zügig nacheinander gereiht werden, dass die Spieler spannende Aufgaben auf dem Platz haben. Sie ermutigen auch, gewisse Dinge zu probieren, mutig zu sein. Einfach mit unserer Art vom Staff die Spieler so einen Einfluss auf sie zu nehmen, dass wir sagen dem so, dass ein bisschen Zug reinkommt. Und ich glaube, das ist uns die ersten Wochen gut gelungen. Entscheidend wird sein, ob wir das auch hochhalten können.